Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde Imperium Galactic Survival. Der Heretic sitzt am Steuer und gibt jetzt Gas. Und der Sunny macht jetzt mal den Passagier. Wir werden uns jetzt auf den Weg nach Aetis machen. Das ist jetzt in der Reihe der nächste Planet. Da scheint es auch nur den Planeten zu geben, keinen Mond. Das gucken wir uns dann mal an. Dann Skilon, dann nach Trading Outpost und dann werden wir zurückfliegen. Und jetzt springen wir. So, dann fliegen wir da mal in den Orbit und gucken mal, was es da so gibt. Oh, gut. Zerkaosium haben wir genug. Jetzt brauchen wir noch Erestrum. Und wenn wir Erestrum auch nochmal, keine Ahnung, 1000 Stück haben oder so, dann können wir so viele Power Coils herstellen. Können wir endlich alles bauen, was wir brauchen. Endlich. Und eine der ersten Sachen wird sein, dass wir einige große Autominer bauen und dann haben wir gar keine Ressourcenprobleme mehr. Nein, zumindest für die normalen Ressourcen, das ist dann kein Ding mehr. Ja, was, wenn wir auf dem Mond bei uns machen wir dann Satium und Neodymium. Mhm. Da müssen wir dann halt eventuell jeweils eine kleine Basis daneben bauen, um das zu schützen. Ja. Dann Erestrum und Sarkosium sind da die einzigen, wo wir eventuell nochmal gucken müssen, ob wir da dann halt, ja, da müssen wir dann Mesperon Moon, anscheinend gibt's das ja sonst nirgendwo. Und dann müssen wir da halt ja auch nochmal eine kleine Basis hinsetzen, die dann nichts anderes macht, als dann halt den Miner zu schützen. Das ist ja auch nicht so das Problem. Aber wahrscheinlich brauchen wir so selten große Mengen Sarkosium, dass das gar nicht so die Rolle spielt. Weil ich meine, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ach, siehst du, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wie viele Ingots aus dem daraus werden, aber wahrscheinlich sind es ja wieder 5 Ohr sind 10 Ingots. Oder 10 Basis. Ingots machen 2 Power Coils, also 5 Power Coils, also. So, ich gucke mal auf die Map. Wir haben hier Erestrum. Gut, wir müssen es nur noch finden. Ja, Vorsicht, du fliegst sehr stark nach Norden, da dürfte gleich eine rote Wand kommen. Und da habe ich auch eine Basis, die ist hinter uns jetzt gerade. Okay, die ist noch nicht markiert worden. Ja, jetzt ist aber... Ja, weich mal der roten Wand aus, ja. Wer hat denn da geschossen? Unsere Turrets, unten. Okay, worauf schießen die? Weiß es nicht. Hä? Da, das ist Basis rechts. Ich sehe das nicht. Oh, da. Okay, und noch eine. Das war Drohne. Oh wow! Gott. Oh Gott. Flieg weiter, flieg weiter, flieg weiter. Dreh dich. Oh Gott. Ja, verteil den Schaden ein bisschen auf der Hülle. Ja, okay, gut. Jetzt kannst du wieder runterfliegen. Ey, Erestrum gefunden. Sehr gut, sehr gut. 67. Was? Willst du mich verarschen? Aber dafür, ey, guck mal, das Satium-Depot ist vor uns. 16.000. Alter. Was? Ah, da fliegt ja was. Ja. Was ist das? Truppentransporter. Truppentransporter. Ich glaube, deswegen trifft er den nicht. Man kann ihn, glaube ich, nicht abschießen. Das Ding kann man abschießen. Er ist weg. Ist durchgebackt. Okay, dann flieg mal weiter in die andere Richtung. Obwohl, wollen wir erstmal landen und kontrollieren, wie beschädige ich wir sind, oder? Ja. Aber das Erestrum lieber nicht komplett abbauen. Was? Was war das denn? Wir haben doch alles auf Predator ausgeschaltet, oder? Dachte ich auch. Also die Cannon Turrets sind auf aus. Die Flak auf Predator aus. Die Minigun Turrets. Und
die Sentry auch. Das muss wohl mehr als nur ein bisschen aggressiv gewesen sein. Ja, irgendwie brauche ich hier ein bisschen mehr Fläche. Aber wir essen hier. Immer aber schräg. Das ist ja an sich in Ordnung. Das sieht ein bisschen ebener aus, ja. Naja, nicht ganz. Ich bin jetzt mal ausgestiegen. Auf die harte Art und Weise. Das sieht auch besser aus. Okay. Oh, ich auch. Okay. So, ich esse mal rasch was. Zack, da hole ich mir jetzt mal Canned Vegetables rein. Und Alien Honey. Dann mal meinen Sauerstoff verstärken und dann können wir loslegen. Ich werde erstmal schön. Wow! Von unten der Boden, völlig wellig im Schiff. Ja, aber der Schaden ist super gering. Das sieht zwar mega krass aus, aber der Schaden ist super gering. Ja, also wie schon mal betont, es lohnt sich echt aufzuwerten. Ja, warum ist das denn eigentlich nicht? Ich habe hier irgendeine Bodenplatte, die ist so eine harte Steelplate. Die ist noch nicht aufgewertet. Wo denn? Direkt unter uns auf dem Boden. So. Ich finde die nicht. Ja, aber das Drehen hat auch geholfen. Dadurch haben wir die Schaden ein bisschen mehr verteilt. Ja, definitiv. Da meinst du? Ja, mehrere. Ach, uns ist doch der Server abgeschmiert. Das haben wir bestimmt gemacht gehabt, bevor der Server abgeschmiert ist. Ach so, ja, das kann sein. Also, deswegen war auch noch der Drive raus. Deswegen war der Drive auch nicht drin. Okay. Fenster muss ich noch ein bisschen reparieren. Mache ich dann wahrscheinlich von innen am besten. Ah, ist das scheiße. Unsere Triebwerke auch so gut durchgehalten haben. Ja. Oh! Was ist denn? Irgendwas hat der. Ach, mein Licht hat 14 von 25 Hitpoints noch. Oh, also bei unserer Artilleriekanone musste ich allerdings ein bisschen länger mal draufhalten eben gerade. Wie lange denn? Das weiß nicht. Also auch nicht wirklich lange. Kann nicht mehr als 100 oder 200 Schaden gewesen sein. Nee, das geht jetzt auch immer noch. War halt länger als bei den anderen Sachen, aber nicht lang. Oh, ja. Da, unser rechtes Triebwerk war fast kaputt gewesen. Okay. Steuerdüse. Aber... Aber die sind auch nicht stark, die haben nur 250, 350. Ja, die haben relativ wenig Kapazität, deswegen haben sie ja, vielleicht machen wir das dann auch beim nächsten Mal so wie bei dem Schiff, das wir damals zerschossen haben. Die haben so eine, die alten Fenster, die sehen mehr so aus wie, wie Stahlstreben. Die haben sie darüber gebaut nochmal. Dass unsere Landing Gear noch sind, die haben 50 Lebenshitpoints. Tja. Vielleicht haben die einen anderen Threshold oder so. Kann wie sein. Aber wie du unser Fahrzeug hier geparkt hast, unglaublich. Wieso? Okay, ist ein bisschen nah, ich geb's zu.
ich brauche noch ein paar Pommes hier. So, okay. Also das Erestrum, das wir da hatten, das bringt uns aber einfach gar nichts. Boah! Was denn? Deine Station? Tja. Das Fenster auch? Wow. Ist irgendwas angelutscht? Naja, ich weiß nicht, wie viel Restrum brauchen wir denn dafür eigentlich? Na, ich glaube 2 Restrum-Ingots und 2 Zarkosium-Ingots ergeben ein Power-Coil. Genau, 2 Restrum und 2 Zarkosium. So, das heißt, wenn wir, selbst wenn wir da jetzt 60 abbauen, das ist. Ja, das können wir auch gleich lassen und gleich zum nächsten Gold? Fliegen. Hier gibt es Gold. Was? Hier gibt es Gold. Ah ja, stimmt. Mit Gold kann man, glaube ich, Credits bekommen. Für also, diese ATM. Kann man die hintere Ladeluke wieder einziehen irgendwie? Die Rampe? Habe ich die nicht eingezogen? Habe ich doch eingezogen, oder? Hätte schwören können, ich hätte die eingezogen. Also, wenn du die markieren kannst über das Inventar, bestimmt. Wie heißen die im Moment? Ramp. Nee. Lockcode. Cancel. Nee, muss man wohl aussteigen. Ich steig mal aus. Okay. So. Ist zugemacht. Okay. Und ich setze mich hin und wir fliegen weiter. Wir fliegen. So. Ja, hier können wir fliegen, glaube ich. Ja, ist auf jeden Fall die entgegengesetzte Richtung von den Dingern, die wir uns gerade beschossen haben. Erestrum, Satium, Promethium und Gold. Aber das Satium-Vorkommen ist ja mal voll krank. Alter Schalter, hier muss ja richtig viel los sein. Die schießen ja andauernd. Gott, worauf schießen die denn? Oh, wir haben Gold gefunden. 209. Da ist doch gar nichts. Restrum, 1800. Okay, das ist unsers. Ja, das sieht gut aus. Allerdings, guck mal da in der Kuhle weiter vorne, ob wir da drin vielleicht landen können. Ja, hier. Ah. Okay, das sieht gut aus. Ja, bloß den Strom anlassen und alles, damit sich unser Schiff verteidigen kann. Ja. Ich hole mir noch mal Sauerstoff. So, bewaffnet. Wir sollten auch langsam hinmachen. Es ist schon wieder 1 Uhr fast und ich muss arbeiten. Ja, wir können auch Schluss machen an der Stelle. Können wir hier stehen bleiben? Weiter. Das können wir hier stehen bleiben, es passiert nichts, ja? Ich denke, das wird wie bei uns auf dem Heimatplaneten sein. Das heißt, wir werden halt, das wird halt kaltgestellt, bis wieder ein Spieler auf dem Server ist. Oder nur wir auf dem Server kommen. Das Einzige ist, du kannst halt nicht zwischendurch online kommen und schon mal wieder was vorbauen. Sag an. Naja. Ich weiß nicht, wenn ich mich jetzt hier auf dem Stuhl setze und auslogge und du nach Hause fliegst, fliege ich hier mit? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das weiß ich nicht. Da habe ich keine Ahnung, ob du dann hier gelockt wirst oder auf dem Sitz. Okay.
Das würde ich jetzt nicht bei der Entfernung ausprobieren wollen. Ja, also, wir müssen vielleicht nehmen wir das Risiko in Kauf und packen uns hier erstmal dann hin. Also, setzen wir erstmal aus. Munition haben wir ja noch genug, also. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt einfach aus. Eine sonnige Verabschiedung auf jeden Fall erstmal von mir und dem Sunny. Wir sehen uns beim. Du bist Moment, Sunny. Wir haben erst 15 Minuten. Ja, 5 Minuten können wir noch, aber ich würde nur sagen, ich glaube, die 1000 schaffe ich auch nicht mehr abzubauen. Ja, komm, dann pass auf, wir legen jetzt einfach mal los und gucken, wie viel wir schaffen und fertig ist. Okay. So, du bist jetzt an, ne? Ja, du bist an. Gut. So, ich renne rüber zum Restrum Deposit. Oh. Und einfach rasch so viel wie möglich abbauen und dann gucken wir mal. Ja. Ein paar hundert reichen ja an sich, würde ich sagen. Ja, das sind dann 200 Ingots, das bedeutet 50 Coils. Das. Wären es nicht 100 Coils? 100 Ores sind 200 Ingots. 200 Ingots wiederum bedeuten 100 Coils, ja. Du hast doch 50 gesagt. Okay. Ja, ich tue das auch. Vor allem die Uhrzeit. Ja. Okay. Ah, da. Oh mein Gott. Ich dachte für einen Moment, wir graben Lava an, Alter. Ja. Vor allem auf dem Bild sieht es aus wie irgendwas Grünes. Das ist Lava. Das ist Lava, das ist noch nicht ihr Restrum. Oh. Ich habe nämlich nur Crushed Stone von dem Zeug bekommen. Ja, stimmt. Oh Gott. Oh, ich muss nachladen. Ah, da haben wir's. Gut, mit der Farbe habe ich auch eher gerechnet, ehrlich gesagt. Ja. Kryptonit, da haben wir's. Hat wirklich ein bisschen was von Kryptonit, muss ich zugeben. Ja, so ein kleines bisschen. Wir müssen nur aufpassen, dass es nicht so unserem Kryptonit wird. Ja, naja, gut. Also, unser Schiff schützt sich sehr gut selber. Das sollte jetzt nicht so das Problem sein. So. Krass. Ah, sehr gut. Aber auch hier baut sich ein bisschen langsamer ab als bei den anderen Quellen, ne? Ja, schon. Aber auch hier das Gefühl, das Feld ist größer als die anderen Felder im Verhältnis zu dem, was man rausbekommt. Also volumenmäßig größer. Herrlich. Damit haben wir dann, glaube ich, alle Ressourcen jetzt endlich, die man erreichen kann, erreicht. Was können wir mit Gold machen? Das ist nur für Geld? Genau. Du kannst das dann auch bei der ATM-Maschine, glaube ich, einzahlen. Du kannst daraus Goldmünzen machen und die kannst du dann wiederum in die ATM wohl reinschmeißen.
Okay. Wir haben an der Decke noch ganz schön viel Grün. Ja. Ich versuche mich mal so ein bisschen mehr hochzubohren. Mal ein bisschen mehr erstmal die Decke abzubauen. Sonst kommt man da nachher so schlecht ran. Boah, herrlich. Wow. Und ich freue mich auf morgen. Müsste eine neue Folge von Deathmatch rauskommen. Neue. Oh. Neu übersetzte Teil. Und unsere Serie geht morgen endlich weiter. Ja, Mann. Mal gucken, vielleicht schaffe ich es ja mal unter der Woche schon, bei dir vorbeizukommen. Ja, warum nicht? Dann am Dienstag vielleicht oder so nach der Arbeit. Dienstag wird geht nicht. Dann Mittwoch vielleicht nach der Arbeit. Mittwoch wird besser. Nee, weil Montag ist ja zu früh. Da wird es auf den europäischen Plattformen noch nicht verfügbar sein. Ja, wobei Montagabend könnte ich mir schon vorstellen. Also das letzte Mal bei dem Mietservice für die Serie war er noch nicht dabei. Weil das irgendwie, weil die senden das halt abends auf dem anderen Kontinent. Es kommt ja abends in Amerika raus und das haut nicht so ganz hin anscheinend. Die haben da irgendwie die Zeiten merkwürdig gewählt. Ah, du bist gerade gestürzt. Ich dachte, du verhungerst. Nee, ich bin nur ein bisschen gesprungen an die Decke. Krass. Boah, Alter. Was wir hier schon wieder für eine Höhle erzeugt haben. Ja, aber da oben geht's schon wieder raus. Ja, ja, ich hab's gesehen, dass da jetzt schon eine Öffnung entstanden ist. So, mal gucken. Also ich habe jetzt 273. Kämpfst du unter mir den Boden weg? 23. Okay, ich denke, es reicht. Ich denke, damit haben wir genug, oder? Also zumindest um eine ganze Weile zu bauen. Mit unserem zusammen haben wir 1000 Ingots zusammen. Das sind 500 Power Coils. Ja, so viel brauchen wir hoffentlich nicht. Also zumindest nicht allzu bald. Und wir können Plasma und Laser Turrets fahren. Boah, wow, das wird so ja, geil. Ja, Plasma und Laser Turrets, geil. Ich kann mir endlich eine Pulse Rifle machen. Wir können die Tier 3 Autominer machen. Wir können dein Konstruktor upgraden. Ja. Vor allem das Krasse wird, wenn wir die Tier 3 Autominer haben. Ganz ehrlich, wir haben nie wieder Probleme mit Ressourcen. Ja. Das ist total krank. Also, wir haben ja jetzt schon mit Eisen keine Probleme mehr und wir haben nur einen davon. Also, jetzt kriege ich da aber auch keinen Standfuß mehr. Komm, wir gehen raus. Okay. So. Das reicht. Zurück zum Interstellar Battle Tank. Ich finde den Namen so geil. Oh, die Turrets richten sich halt aus. Was? Turrets haben sich halt ausgerichtet. Wohin? Nach Westen. Ich sehe da gar nichts. Und auf die Entfernung müsste man ja eigentlich auch schon. Oh, ich sehe es. Warte mal, bleib mal stehen. Da ist ein Vieh. Wie, das ist ein Vieh? Ich vermute mal, dass die Viecher hier so aggressiv sind, dass sie vielleicht sogar die Fahrzeuge schädigen können. Okay. Und dass deswegen auch die Fahrzeuge auf sie schießen, selbst wenn man Predators aus hat. Okay. Das wäre jetzt mein Verdacht. Willst du da mal hin? Das können wir ein andermal machen.
Okay. Ich hab's ja in meiner Aufnahme drin, so ein bisschen. Warte mal, ich füll mal den. Wir haben 60% abgebaut. Ja, das ist total krass, oder? Gut, dann komm, gib Gas! Gib Gas! Dann wollen wir jetzt noch zurückfliegen? Ja, ich fliege jetzt nach Hause auf jeden Fall. Okay. Aber ich würde sagen, das nehmen wir dann nicht mehr auf, damit wir das schön schnell machen können, müssen nicht so auf euch achten. Sorry. Ja. Und die Folge hat jetzt sowieso wahrscheinlich wieder Überlänge, glaube ich, oder? Mal gucken. Wir sind bei... Nee, es geht noch. Okay, ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Natürlich wünscht euch auch der Heretic alles Gute. Und natürlich wünschen wir euch eine sonnige Verabschiedung. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute und ciao! Ciao, ciao!